Gerade erst haben Oliver und Amira Pocher öffentlich zugegeben, dass sie in ihrer Ehe derzeit mit Problemen kämpfen. Da sorgt ein Auftritt der schönen 30-Jährigen für Gesprächsstoff. Eigentlich gelten Amira und Oliver in den letzten Jahren als Dreamteam vor und hinter der Kamera und dem Mikrofon. Mit ihrem Podcast Die Pochers feiern sie seit Jahren Erfolge und genau dort bestätigen sie erst kürzlich die Gerüchte um eine Ehekrise. Nun zeigt sich Amira auf einer Gala in Österreich. Allein, ohne ihren Ehemann. In ihrem feuerroten Kleid mit tiefem Ausschnitt sieht die Mama von zwei Jungs umwerfend aus. Findet offensichtlich auch dieser Mann. Orny Dijab, wie er auf Instagram heißt, strahlt an der Seite der 30-Jährigen in die Kamera. Die Fans sind irritiert, so schreibt ein User im Netz. Und schon wieder dieser Orny Dijab an ihrer Seite. Schon ein bisschen komisch, wenn ich um meine Ehe kämpfe. Auf Veranstaltungen wie dieser ist es üblich, mit anderen Gästen für die Kameras zu posieren. Auch auf die Sitzordnung hat Amira wohl keinen Einfluss. Fotos wie dieses sind also kein Grund für wilde Spekulationen. Und doch ist den Fans in den vergangenen Wochen noch ein weiteres Detail aufgefallen. Sie trägt ihren Ehering nicht mehr. Aber auch hierfür gibt es eine Erklärung. Als Olli sie im Podcast darauf anspricht, antwortet sie: Ich mache aktuell so viel Sport, der liegt im Fitnessraum.